Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich mich hier beim letzten Mal abgesetzt habe. Es ist auf jeden Fall bald Hordenzeit und wir sind leicht überhitzt, wir haben Hunger und wir haben Durst. So schlecht habe ich mich hier übergeben. Hoppala. Und wir müssen hier unbedingt noch aufbauen, damit die Horde da wirklich nicht allzu viel kaputt machen kann. Meine Maus ist schon wieder viel zu schnell eingestellt. So, oh ja. Noch schlimmer. Ja, lassen wir mal so. Ist, glaube ich, besser, wenn jetzt hier nicht so rumfuddelt. Warum überhitzen wir denn? Was haben wir denn letztes Mal gemacht, dass wir so überhitzen? Was haben wir alles bei? Wir haben alles bei. Oh. Wir müssen irgendwie unterwegs gewesen sein. Habe ich so das Gefühl. Jetzt ist meine Maus viel zu langsam. So, jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir das. Also packen wir auch erstmal hier rein. Das können wir im Grunde aber zum Aufwerten nehmen. Dann nehmen wir das mal lieber mit. Die Dose haben wir hier. Schimmelbrot. Schimmelbrot könnten wir eigentlich mal bei Nahrungsmittel reinmachen. Ne? Das braucht hier eigentlich gar nicht drin sein. Das nimmt nur Platz weg. Der Kleber kann aber hier rein. Das T-Shirt. Dafür hatten wir, glaube ich, eine andere Kiste, die aber wahrscheinlich voll war. Warte mal, gucken wir mal. Ja, die war voll. Bäh. Schlecht. Passen aber gerade noch so rein. Sag mal, was habe ich denn an, dass ich so stöhne jetzt hier? Hoppala, hier. Ja gut, da war mir vielleicht auch warm. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu warm angezogen letztes Mal. Ich frag nur mal. Okay. Dann machen wir hier noch schnell die Nahrungsmittel rein. Die Eier können weg. Davon haben wir jetzt auch schon wieder 8 Stück. Das ist sehr schön. Schimmelbrot hatten wir auch sowieso hier drin. Weiß ich gar nicht, warum wir das da in der anderen Kiste drin hatten. Und wir werden mal schnell noch was machen. Wir werden Essen machen. Ja. Bisschen Essen haben wir ja Gott sei Dank noch da, aber haben wir keine Kohle mehr. Kurz mal noch mal gucken hier. Kohle, nee, da sowieso nicht. Wenn dann hier. Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben keine Kohle. Muss ich jetzt echt mein gutes Holz nehmen? Bleibt wohl nicht aus. Oder habe ich das hier reingepackt? Jum, einmal kurz durch. Nee, habe ich auch nicht. Na gut, Holz. Dann müssen wir mit Holz grillen. Machen wir mal 8 Stück, das müsste erstmal reichen. Wahrscheinlich fast zu viel. Eine Minute. 1,40, 1,8 brauchen wir. Gut, komm. Und wir könnten uns dann gleich mal hier von diesem Billigzeug ernähren. Restfleisch lassen wir noch da, damit wir, wenn wir noch ein paar Eier finden, einfach mal gute Essen kochen können. Wir haben ja jetzt auch ein Feld, wir werden wahrscheinlich demnächst auch hier bald anfangen können, die etwas besseren Sachen zu machen. Kartoffeln. Oh, wir brauchen 5 Mal davon. 5 Mal Fleisch. Für 1? Das ist aber sehr heftig, oder? Muss ich mir ja vielleicht doch nochmal überlegen, ob ich das so mache. So, wir sind satt, das finde ich gut. Dann schmeißen wir mal das Fleisch hier rein, nicht, dass wir gleich wieder von irgendwelchen Zombies angegriffen werden. Und ein bisschen was trinken müssen wir auch noch, dann sind wir erstmal wieder soweit fit für den Tag. Obwohl der Tag mal gleich vorbei war, das war schon nach 13 Uhr irgendwie. Gleich nochmal gucken, nicht, dass wir jetzt großartig durch die Gegend rennen und nachher ist schon Nacht. So, den trinken wir auch noch. Wie viele Flaschen haben wir denn hier überhaupt? Wo sind die denn? 68 Stück. Hatten wir Wasser hier in der Nähe? Da hinten. Wollen wir einfach mal Wasser holen gehen? Wir haben ja noch Zeit, wa? Es spielt nachher 16 Uhr. Und die Nacht wird natürlich die Nacht der Nächte. Nee, dann machen wir das mal nicht. Wir holen dann morgen Wasser. Wir nehmen mal Holz mit und Eisen hatten wir jetzt schon bei. Haben wir noch ein paar Fragmente. Ja, die könnten wir dann vielleicht mal auch zu Scrapmittel machen. Wie lange dauert das? 2 Minuten, okay. Den auch noch 2 Minuten. Ups. Und den Rest machen wir mal hier. Können wir das hier machen? Scrapmittel. Legen. Ja, gut macht er hier, kann er da 4 Minuten arbeiten, alle gut. Wir werden mal kurz rausgehen und unsere
Basis ein bisschen stabiler machen hier. Damit wir nicht gleich tot gehen. Wir haben natürlich keine Steine. Ist natürlich klar. So, alles hier mal wieder ein bisschen aufbauen. Alles, was kaputt gemacht ist von den Horden. Die so zwischendurch mal vorbeikommen. Die mich ja megamäßig ankotzen, weil immer, wenn ich hier was repariere, kommen die Viecher vorbei. Und machen hier wieder alle kaputt. Oh, der war ja ganz gut. Das ist nicht so gut. So. Vielleicht sollten wir demnächst auch mal sehen, dass wir die alle ein bisschen weiter aufwerten. Ich muss mal sehen, dass wir da genug Eisen bekommen. So, machen wir hier alle ganz. Hier ist nicht allzu viel passiert, aber ich will alles erstmal so im Originalzustand haben, dass es wenigstens hält. Ich muss hier auch mal ein bisschen mehr aufpassen. So, hier können wir gleich mal ein bisschen Eisen noch ranmachen. Weil die sind hier noch gar nicht aufgewertet. Hab schon kein Eisen mehr. Mann, die sind so verdammt schnell mit den Eisen. Aber er muss ja gleich fertig sein, wa? Ja. Können wir die auch noch wieder reparieren? Oh, nee, ich will die reparieren. Damit ich da wieder selber reinlaufen kann. Damit ich ein bisschen Spaß habe. So, auch noch. So, jetzt musst du aber langsam Eisen haben, oder? 7 Sekunden noch. Dann hau mal rein hier. Warten wir mal kurz. So, da haben wir es. Dann können wir jetzt hier gleich mal ein bisschen... erstmal ein bisschen... einfach nur, damit es ein bisschen besser hält. Ein bisschen stabiler ist. Ich renne hier sowieso gleich wieder rein. Habe ich eigentlich einen Verband bei? Nur mal so. Ja, haben wir bei. Bei der Arbeit braucht man öfter mal einen Verband. So, da können wir auch schon mal ein paar vernünftig aufbauen. Obwohl ich nicht denke, dass die Horde von der Seite kommt. Weil sie noch nie von der Seite kamen. Daher gehe ich von aus, dass die Seite ganz safe sein müsste. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ganz unaufgewertete Spikes. Die müssen wir immer hier... Ach, ist das Eisen schon wieder alle? Kann doch nicht wahr sein. Jetzt geht aber auch viel zu schnell. So, die hatten wir ja auch noch ein paar hingepackt. So hoffe ich natürlich auch, dass die von der Seite kommen. Das wäre natürlich optimal. Aber bei meinem Glück kommen die wahrscheinlich genau von der anderen Seite. So, da ist unser Eisen zu Ende. Und das dauert jetzt noch ein bisschen länger. Können wir die wenigstens hier nochmal aufwerten. Ja. Wie sieht es denn jetzt mit unserem Holz aus? Gar nicht mehr so gut. Haben wir eine Axt bei? Haben wir. Wir haben ja alles bei, was man braucht, ne? Holen wir uns hier gleich mal noch ein bisschen Holz. Wer weiß, was wir gleich noch alles reparieren müssen. Da möchte ich ein bisschen auf der sicheren Seite sein. Da möchte ich genug Ressourcen in der Tasche haben. Und halbwegs safe sein. Steine haben wir gar nicht mehr. Ist auch schlecht, weil wir können die Mauer so nicht reparieren. Hm. Ich weiß nicht, ob wir oben noch Steine haben oder nicht. Holen wir uns mal schnell Lehm da. Da hinten. Da hatten wir Lehm. Hm. Chip habe ich natürlich gerade weggepackt. So, hier haben wir noch ein bisschen Lehm, dann probieren wir mal hier noch mal kurz. Holz sollte reichen. Dann müssen wir uns mal ganz schnell noch ein paar Steine besorgen, damit wir wenigstens so ein bisschen reparieren können. Ich denke mal, das wäre ganz gut. Aua! Ich will nicht das Gras, ich will den Lehm. So, das müsste ja fast reichen, oder? 400, naja, komm, nehmen wir noch eine Schippe mit. Erschöpft ist er ja eh schon wieder. So, haben wir irgendwo noch einen Ressourcenstein jetzt hier in der Nähe? Das wäre optimal. Ja, ja, es fängt natürlich schon an zu gewittern. Haben wir hier irgendwo einen Ressourcenstein? Wir haben ja nur hier schon ganz schön alles weggeballert. Ah, der hat keine Kraft mehr. Bist du da ein Stein oder bist du... wieder irgendwie... Nee, der ist sonst was. Da oben läuft doch ein Zombie, da will ich jetzt nicht hin. Ah, wir haben keine Ressourcensteine mehr hier in der Nähe, ne? Das ist doch scheiße. Bist du da hinten Ressourcenstein oder bist du
Auch nur Blei. Du bist auch nur Blei, ne? Ja. Ach, ist ja zum Kotzen. Viel Zeit haben wir auch nicht mehr, also ich glaube, das wird nicht mehr. Wir sollten vielleicht reingehen und gucken, ob wir da noch ein paar Steine irgendwo rumliegen haben. Ah, da hinten haben wir. Den nehmen wir. Kann ich was trinken? Nee, ich bin natürlich voll. Toll. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen Energie jetzt gehabt, damit ich den schnell abbauen kann, aber was soll's. Auch so ein paar Steine, dass wir aber reparieren können. Zumal die Mauer durften sie ja gar nicht kaputt bekommen. Ich glaube, das müsste gehen. Weil wir ja da die Zwischendecke reingemacht haben, den Zwischenboden, dürfte uns da normalerweise keiner gefährlich werden. So, dann können wir die ja schon mal bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die hatten. Wo hatten wir die Steine? Da. Ist er ja auch schon wieder 2 Minuten beschäftigt, hat da ein bisschen was zu tun. Wir haben noch ein bisschen Energie. Dann können wir den Stein hier noch mitnehmen. Ich hoffe, wir hatten auch noch genug Pfeile und so. Das Gewitter, das nervt ja nicht, ja. Oh komm, nehmen wir den auch noch mit. Was wir haben, haben wir. Es ist immer besser, ein bisschen Ressourcen da zu haben, als am Ende dazustehen und nichts zu haben. So, noch die Stücke hier und dann gehen wir mal rein. Können wir nämlich die Werkbank mal ansetzen, dass die uns da Steine baut. Ah, wir haben natürlich keine Energie mehr. Moment mal ganz kurz. Da hat jemand die Tür aufgemacht und die nicht zugemacht wieder. So, aber wir können jetzt ein bisschen rennen. Gut. So. Oh, noch ein bisschen Athletik zugelegt. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, was mich jetzt erwartet, weil es wird ja bestimmt eine etwas härtere Horde kommen. Bisher waren die Horden ja so lala. War ja immer ganz gut durchgekommen, aber ich möchte natürlich sicher gehen jetzt. So. Macht er das jetzt in der Bank oder macht er das bei mir? Ne, bei mir macht er die. Okay. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Wir hätten hier noch ein bisschen drin. Na komm. 12 Minuten ist wahrscheinlich ein bisschen heftig, wa? Kannst du einschalten, weil wenn jetzt die Horde kommt, dann ist das eh egal, ob hier das Gelände ein bisschen wärmer wird oder nicht. Das könnten wir eigentlich auch mal gleich hier wieder ins Scrap Metal machen. Reparieren. Ach, Rezepte. Okay. Kann ich die hier nicht klein machen? Hatte ich die nicht eben hier klein gemacht? Doch, da sind sie doch. Die sind schon klein, ne? Ich wollte die zerlegen. So. Die reicht, die lassen wir hier oben. Haben wir eigentlich noch genug Munition? Warte mal, erstmal hier die Kiste, erstmal die Tasche wieder leer räumen. Das, was wir nicht brauchen, kann weg. Ich weiß nicht, die Sachen brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Jetzt in der Nacht müsste es eigentlich gut sein, wenn wir so rumlaufen. Obwohl, wir kühlen schnell aus, ne? Ziehen wir mal an. Das Blei kann noch weg. Die Mollys, die können hier runter. Spaten und so brauche ich jetzt eigentlich gerade gar nicht unbedingt. Die Dinger sind gut, wenn wir die bei haben. Die sind gut, wenn wir sie bei haben. Das ist gut. Die kann man wahrscheinlich auch zur Not mal gebrauchen. Federn haben wir noch ein paar. Pfeile haben wir theoretisch genug. Blei kann noch weg. Ach, wie viel Blei? Ach, wir haben hier so viel Steine. Warte mal, dann kannst du doch im Grunde hier wirklich mal richtig Pflastersteine bauen, oder? Ja. Oh, mal Rindeding. Da spielt schon jemand mit meinen Spikes zurück gerade. Und das so direkt vor der Horde. Finde ich echt gut.
Finde ich nett, dass sie sich da so Mühe geben. Eine kleine Pistole wäre vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, wenn wir die mitnehmen würden. Wir haben ja hier eine echt gute. Das Messer könnten wir da mal reinpacken. Nehmen wir die einfach mal mit. So. Den Hammer, den können wir gut gebrauchen. Dafür brauchen wir die auf keinen Fall. Das nehmen wir auch noch mit. Jagdgewehr ist immer gut, wenn man eine 3 hat. So, machen wir das mal so. Dann haben wir das schon mal ganz gut aufgeteilt, hoffe ich. So. Finde ich gut, dass da erstmal gleich noch eine Horde rinrennt. Naja, wenigstens haben sie Spaß. Und die machen natürlich jetzt die Spikes kaputt und gleich kommen die anderen und laufen durch. Finde ich echt gut. Nein, nicht Bein brechen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ich bin natürlich echt ein guter Schütze, muss ich sagen. Ah, die Waffe haben wir auch noch nie geskillt gehabt. Ist wahrscheinlich noch total schlecht. Liegt da unten, wird, die kriegt da eh nie raus. Und nur mal ein bisschen Ruhe sorgen hier, damit nachher. Ja, hängt noch den Kopf an ihren Mann. Schlecht. Ja, die ist auch weg. Und er zappelt da auch noch drauf rum. Müsste sein. So, der ist auch weg. Gut. Die hat es noch nicht hinter sich. Helfen wir kurz nach. Okay. Die Pistole ist schlecht. Ach, schön, wie die Sonne da untergeht. Der Blutmond geht gleich auf. Alles schön los geht runter. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. Kannst du mal aufhören da? Ich hoffe, die hat es hinter sich. So, dann haben wir erstmal Ruhe. Und ich natürlich keine Munition mehr für die Waffe. Hat sich voll gelohnt, die mitzunehmen. Wisst ihr was? In der nächsten Folge kommt dann die Horde. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.